Die Maureidechse ist ein flinker Bewohner der Weinberge. Man könnte fast meinen, dass die kleine, flache Eidechse den Wein liebt. Denn wo Wein angebaut wird, ist auch die Maureidechse zu Hause. Sie bevorzugt trockene, steinige und warme Böden. Das gibt es alles in unseren Moselweinbergen. Der Schieferschotter auf den Terrassen, die ausgedehnten Trockenmauern und dazwischen Felsinseln und Geröllflächen. Die abwechslungsreiche Landschaft an der Terrassenmosel gibt der Mauereidechse einen geeigneten Lebensraum. In Trockenmauern findet sie nicht nur Schutz vor ihren Feinden, sondern auch Nahrung wie kleine Insekten, Würmer und Spinnen. Wenn man die Eidechsen im Weinberg beobachten will, braucht man Geduld. An hellen und windstillen Tagen kommen sie hervor und sonnen sich auf den warmen Mauerkronen und Treppenstufen. Mit seiner meist braunen Zeichnung ist das Reptil auf Mauern und Felsen gut getarnt. Man kann es leicht übersehen. Dank ihrer kräftigen Beine mit den langen Zehen ist die Mauereidechse aber auch ein windiger und schneller Kletterer. Wenn sie Gefahr wittert, ist sie blitzschnell in einer Mauerspalte verschwunden. Traditionell bewirtschaftete Weinberglagen wie der Ratzingwingert bieten den seltenen Mauereidechsen eine Heimat. Hier gibt es Trockenmauern, Steinriegel und freie Felsen. Nur in solchen abwechslungsreichen Landschaften hat die Mauereidechse eine Chance zu überleben.